dass ihr heute hier seid und nicht anders so. Hallo! Der Kindergarten in Werfenbeng hat heute allen Grund zu feiern, denn die Umbauarbeiten sind erledigt und die neuen Räumlichkeiten erstrahlen in ganz neuem Glanz. Es gibt jetzt eine zweite alterserweiterte Gruppe, also für Kinder von 0 bis 14. Und das schätze ich sehr, weil da so viel Flexibilität drinnen ist für die Kinder. Und es ist jetzt barrierefrei gestaltet und das Ganze ist aus Holz gemacht, also wirklich vorbildlich und ganz toll. Ungefähr 300.000 Euro hat es gekostet. Das Land hat 80% dazugeschossen, weil Werfenbeng ist eine kleine Gemeinde mit 999 Einwohnern, aber der Tausendste ist unterwegs, da habe ich mich heute selber überzeugen können. Und dem Nachwuchs gefällt ihre neue Spielwiese sichtlich, denn die Auswahl an neuen Bausteinen ist riesig. Da kann man irgendwas bauen, das sind so Kurven, geradeaus weit, und nur so ein paar Tunnel. Jeder einmal auf der Bauecke was bauen. Einige Kids entscheiden sich dann doch lieber für altbewährte Gruppenspiele. Da spielen wir immer Mutter, Vater, Kind und Hund. Gell, Lina? Ja, das stimmt.